Es ist ein enormer Drogenfund, den die Polizei an diesem Montag in Chile präsentiert. Tütenweise Ecstasy-Pillen haben die Ermittler nach eigenen Angaben in der Hafenstadt Valparaíso gefunden, versteckt in sogenannter weißer Ware. Waschmaschinen, Kühlschränken oder Elektroherden. 2 Monate hatten die Behörden gegen die mutmaßlichen Händler ermittelt. Dann schlugen sie zu. Es handelt sich um die vielleicht größte Beschlagnahmung synthetischer Drogen in Südamerika, insbesondere von Ecstasy. Wir sprechen von einem Wert von etwa 11 Millionen Dollar, fast 9 Milliarden chilenische Pesos. Es wurden 184 Kilo Ecstasy sichergestellt. Das sind 521.000 Einzeldosen. Laut Angaben des chilenischen Innenministeriums sollen die Drogen aus den Niederlanden stammen. Bei ihrer Razzia durchsuchte die Polizei 8 Wohnungen und nahm 5 kolumbianische Staatsangehörige in Gewahrsam. Zudem wurden den Angaben zufolge auch weitere Drogen, eine Handfeuerwaffe und Fahrzeuge beschlagnahmt.